Jo, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 21. Wir machen heute weiter mit der Karriere. Wir sind immer noch schon jetzt in der fünften Saison und ja, viel ist jetzt zu tun. Und dann schauen wir mal, wen wir so kriegen könnten. So, ich gucke mal gerade, wie mein Transferbudget aussieht überhaupt, aber schon welches haben. Aktuell von 83 Millionen, ja, okay. Minus die ganzen Transfers, die wir hier noch abzuarbeiten haben. So, fangen wir an mit einem neuen Verteidiger auf alle Fälle, den ich mir verpflichten will. Und zwar der erste, der kommen soll, ist Rile Baku. Interessierzentrale vermerken. So, gucken wir mal gerade, was. Obwohl, wir müssen mal gucken, wie unsere Mannschaft überhaupt aussieht. Wer so gehen könnte, den Club verlassen könnte. Ludwig, Glatzer beendet jetzt erstmal seine Karriere nach der Saison, sehr gut. Von Lisse streichen, den nämlich behalte ich. Ah, es sind jetzt auch einige Transfers, die gehen werden, die durchgehen werden. Wie weit sind wir jetzt gerade vom Datum her? 1.7., 30.6. Eigentlich müssten die Transfers jetzt unter Dach und Fach gehen. Müssen jetzt gleich losgehen mit den Transfers. Das heißt, wir werden auf jeden Fall noch einige Transfers durchbringen heute. Das müssten jetzt eigentlich. Ah, Luko Bilanski, okay. Na, wenn er jetzt. Ah. So, Teamzentrale. Bleiben wir bei denen noch weiterhin. 97 Millionen Transferbudget, jawohl. So, also, den will ich auf jeden Fall haben. Ich weiß nicht, ob der kommen wird. Gosens vielleicht. Wegen Transfer Zentrale, wer kommen könnte, den wer so kommen würde vom Budget her. So, gehen wir mal rein in die Verhandlungen mit dem AC Parma. Transferbudget an Transfers immer anbieten. Bieten wir jetzt mal 25 Millionen an. Ein bisschen Kohle hätten wir ja. Für 37,5. Sagen wir mal, was auch kommt. So, dann verhandeln wir das Transferbudget. Na, es wird ja viel jetzt passieren mit dem Kader. So, 3-Jahres-Vertrag. Freigabesumme möchte ich übergehen. Gehalt. Gehen wir mal auf 30. Gehen wir mal rein, ob der das vernehmen würde. Und damit haben wir den ersten Transfer unter Dach und war Rile Baku wechselt zum FC Schalke 04.
sind ja einige Namen. Die Frage, wer kommen könnte noch. Halt, falsche Taste. Maximilian Arnold ist, ist doch der Dach unter Dings. Ich guck mal gerade, wer so auf der Transfer, auf der freien Transferbudget Liste ist. Ob da irgendwas Bekanntes drauf ist, was uns jetzt weiterhelfen könnte. Ein Innenverteidiger wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Ungelistet. Achso, ich brauche nicht ungelistet, ich brauche Spieler, die unter freie Spieler stehen. Das ist das Richtige. Jetzt aber nichts drauf, wo ich sagen muss, den muss ich unbedingt verpflichten. Das sind jetzt arabische Spieler, das ist jetzt die freie Spieler, die werden wahrscheinlich alle abgegeben. Gehen wir mal rein. Also, wer mir richtig gefallen hat, den ich gerne holen würde, wäre Rodrigo von Real. Der hat nämlich mir im Champions League-Spiel ziemlich viel zu Ärger gemacht. Wenn der kommen würde. Rodrigo, da. Aha, der hat einen Freiwert von 118 Millionen, da wird der wohl kaum kommen. Ich habe aber noch ein paar Alternativen auf der Liste. Da, Felipe Costa. So, wirklich zur Transferzentrale, da versuche ich den zu verpflichten für ein relativ kleines Budget. Weil ich habe gesagt, ich will zwei neue Außenspieler haben. Dann brauche ich nicht unbedingt den Innenverteidiger, weil Becker dann Innenverteidiger spielen kann. Transferbudget so mal anbieten. Der ist 30, da wird er nicht so teuer sein. Oh! Gegenangebot, halt, Moment. Den Tauschspieler möchte ich rausnehmen. Neue Transfersumme vorschlagen. Und schon funktioniert das ganze Ding. Verhandeln. Zwei-Jahres-Vertrag. Freigabesumme nehmen wir raus. Und der Dach und der Dachfach, Danny da Costa, der zweite, den wir unbedingt haben wollten. So, versuchen wir mal, ob ich den unter Dach und Fach kriege. Robin Gosens. Gegenangebot, neue Transfersumme vorschlagen.
schade. Hätte ich ein bisschen kleiner klappen können. So, dann versuchen wir den Transfer in den Dach und Fach zu bringen. Ja, Moment, Baku, da kostet zum Beispiel Außenverteidiger, weil hier großen soll der dritte im Bunde sein, der jetzt neu kommen wird. Freigabesumme möchte ich übergeben. Das war ein bisschen wenig. Das hat er tatsächlich nicht unter Dach und. Gut, dann versuche ich mir nochmal einen neuen Sechser zu kaufen. Mit Maximilian Arnold, der nicht unbedingt als Sechser haben will. $25 Millionen biete ich den jetzt erstmal. Wichtig. Die Freigabe sind mal übergehe ich. Und sobald das jetzt alles passt, machen wir den Sack zu und holen uns den dritten Neuzugang mittlerweile. So, mal gucken, was jetzt noch mit dem Club noch passiert, was mit dem Kader vor allen Dingen noch passiert. 93 Gegner haben wir schon mal unter Dach und Fachkasse gekriegt. Erhöhung des Transferbudgets. Moment, da könnte man noch mal was machen. Um noch mal 45 Millionen, die wir jetzt kassieren. Und damit kann ich mir versuchen, den unter Dach und Fach zu, vielleicht den Großen noch zu verpflichten. Ja, ich habe noch ein bisschen, gucken, was da nur so passiert. Transferangebot für Ludewig, da könnt ihr jetzt gehen, den Club verlassen, wenn das Angebot passt. Das Fernangebot für Musiala, auch da könnte. Ja, mal gucken, ob da noch was passieren wird mit den anderen Neuzugängen. Mal gucken, ob es das nehmen wird. Transfersumme vorschlagen. Ich poche erstmal Minimum auf 10 Millionen. Gut, dann probieren wir es nochmal. Und vielleicht lassen sie sich ein, ansonsten behalte ich ihn. Tja, dann Pech gehabt. Dann Pech gehabt. Mal gucken, was noch jetzt passieren wird. Warte mal, ich muss eine andere Trikotnummer nehmen.
Fährliste setzen, den auch noch ein bisschen Geld machen. Mal gucken, wie der noch so passiert, was da noch so passieren könnte jetzt. Einige Transfers jetzt hier wahrscheinlich unter Dach und Fach gehen können. Schauen wir mal, Musiana. Alario, Hoffenheim, oh. Ich gehe jetzt mal bewusst ein bisschen höher. Sie werden es eh nicht annehmen. Gut. Jetzt gleich durch, dann machen wir gleich nämlich Feierabend. Genau, die Angebote sehen wir uns in der nächsten Folge an und da freue ich mich drauf. Bis dahin und tschüss.